Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück auf der Map der dritten Staffel zur Folge 102 und setzen an einer recht alten Folge an, und zwar der Folge Nummer 80. Dazu mal hatten wir die Getreide- und Lebensmittellogistikketten optimiert, sind aber bei weitem noch nicht fertig geworden. Das Video dazu verlinke ich euch nochmal irgendwo da oben, wenn ihr nochmal reinschalten wollt. Und an der Stelle möchte ich einfach zu diesem alten Thema jetzt hier in diesem Video weitermachen. Von daher schön, dass ihr reinschaltet. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, und sollte noch nicht geschehen sein, abonniert gerne diesen Kanal. Ebenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Vielen lieben Dank dafür. Wir fliegen gerade auch schon auf unseren norddeutschen Lebensmittelwerken drauf zu oder ein, und jetzt gibt es erstmal ein Status-Update zu dem ganzen Thema hier. Also, aktuell ist es so, die beiden Lebensmittelfabriken laufen relativ identisch in Summe, sind derzeit hochgelevelt. Wundert mich schon ein bisschen, komme ich aber gleich drauf. Zulieferer sind unsere vier Bauernhöfe, bei beiden identisch, Heilbronn-Ulm-Pilsen-München. Als Abnehmer haben wir die fünf Städte München, Hamburg, Leipzig, Berlin, Ulm. Mehr sind noch nicht angebunden mit Lebensmitteln. Hier ist es ebenso. Also das läuft wirklich sehr ähnlich, identisch ab, die ganze Geschichte. Liegt auch auf der Hand. Am Bahnhof ist derzeit das los. 250, 350, knapp 450 Einheiten. Die werden einmal zum Güterumschlag Nord bei Berlin und einmal zum Güterumschlag Süd bei München fahren. Und dann haben wir noch ein kleines LKW-Cargo, der Hamburg direkt per LKW mit Lebensmitteln versorgt. So, was ich damals beim alten Video, bei der alten Folge Nummer 80 noch nicht auf dem Schirm hatte, ist, wir haben halt, wie gesagt, nur diese vier Bauernhöfe. Und in Summe liefert ein Bauernhof 200 Einheiten Getreide oder produziert 200 Einheiten Getreide per anno pro Jahr. Das heißt, maximal können wir auf dieser Map nur 800 Einheiten Getreide produzieren. Aber wir haben vorsorglich, wie wir waren, schon zwei große Lebensmittelfabriken hingebaut, und allein eine kommt mit 800 Einheiten klar, um daraus maximal 400 Einheiten Lebensmittel zu produzieren. Heißt, Quintessenz, was mir so nicht bewusst war, auf unserer Map fehlen eigentlich noch vier Bauernhöfe. Wir werden heute nicht alle gleich nachsetzen oder das Problem beheben, aber wir werden in die Richtung arbeiten, einfach, dass wir erstmal ein ausgeglichenes Bild von der Infrastruktur, von der Güterinfrastruktur oder von der Wirtschaftsinfrastruktur haben, damit wir dann unsere Linien oder das Linienmanagement, unsere Logistikketten darauf angleichen können und ja, unseren Job dann bestmöglich erfüllen können. Gell, habe ich das so richtig erklärt? Das war eigentlich das größte Thema dahinter. Wenn wir nochmal kurz schauen, dann sage ich, die Getreidelinie aus Heilbronn, die ist derzeit mit einer Rate von 211 passend zu den maximalen Einheiten per Anno von 200. Das funktioniert gut. Denn aus München kommt, da haben wir eine Rate von 418. Von da holen wir auch das Getreide von zwei Bauernhöfen ab. Oh, und dann haben wir noch Pilsen. Und da ist es so, dass wir eine Rate von 194 haben. Das ist auch wieder nur ein Bauernhof. Also das Linienmanagement mit den Garnituren, die darauf fahren, ist eigentlich schon fast optimal, ja, das passt. Ich habe schon einen kleinen Bug eben in der Vorbereitung gesehen, und zwar, wir optimieren nochmal fix diese Linie, da ist es so, Linie verwalten, bin ich jetzt richtig? Nee, bin falsch. Die Linie, die abholt, die hier, da fährt übrigens unsere BR140 drauf, vom lieben Tobias. Die müssen wir dahingehend optimieren, wo müssen wir jetzt hin, hier, dass der mal ein bisschen Standzeit hat, norddeutsche Lebensmittelwerke, und zwar Vollladen einer Fracht. Maximalhaltezeit 4 Minuten, passt so für mich, hatte ich schon mal eben hochgekugelt. Und dann ist die vielleicht sogar ein Stück effizienter, was nicht heißen soll, dass die nichts verdient. Das geht schon so. Könnte aber auch besser aussehen, fällt mir mal so auf, oder? Kann man sich das angucken? So richtig cool ist es gar nicht. Okay. Gut, also, was müssen wir mal als erstes tun? Wir haben ein kleines Bottleneck, wenn ich gerade hier so bin, zeige ich euch das auch noch. Denn die meisten Garnituren, die meisten alle Garnituren, ob sie denn Getreide anliefern oder halt Lebensmittel abholen, müssen durch Salzwedel. Und der Salzwedeler Bahnhof ist eigentlich wirklich der kleinste Bahnhof auf der Map. Ein ganz einfacher Durchgangsbahnhof, aber ohne speziell ausgewiesene Durchgangsgleise. Hier macht noch der Personenverkehr Kopf oder kehrt. Denn der fährt auf der eingleisigen Strecke weiter nach Hannover, oder wenn er hier durch Salzwedel links zurückfährt nach Berlin, ist das der Linienverlauf, und in die Richtung geht es gar nicht weiter. Soll also heißen, der blockiert relativ häufig für ein paar Minuten den Bahnhof, sodass unter Umständen in die eine oder andere Richtung einfach, ja, es zu Einschränkungen im Güterverkehr kommt. Und das gar nicht so wenig gravierend ist, dass es halt kein Problem ist. Mann! Checo, Erklärbär, schwierig. Aber wie wir das Problem lösen, weiß ich noch gar nicht so genau. Vielleicht legen wir tatsächlich entweder ein Gleis mal außen rum, oder wir erweitern den Bahnhof einfach noch um ein drittes Gleis, was sogar recht kurz sein kann, weil hier fahren ja die Endogarnituren rum und die Talentgarnituren.
Dann wäre das hier in der Mitte frei. Dann macht der ganze Bahnhof oder das Bahnhofskonzept zwar nur noch wenig Sinn, aber wenn es um die Optimierung auf der Map als solches an sich geht, ist es schon okay. Müssen wir mal überlegen. So, jetzt fliegen wir einfach mal Richtung Heilbronn. Kassel. Heilbronn. Und hier haben wir einen Bahnhof. Der schaut auch gut befüllt aus schon. Wo ist denn die Garnitur jetzt gerade, die hier fährt? Okay. Die ist schon... Nee, die ist erst in Kassel. Okay. Braucht noch einen Moment. Hier werden wir jetzt einfach mit der Mod Freestyle Industries den Bahnhof erweitern. Wie eben der schon einführend gesagt, so ein Bahnhof produziert per Anno maximal 200 Einheiten Getreide. Und damit das Ganze ein bisschen hochgeschraubt wird, nehmen wir die Freestyle Industrie Mod. Sagen nicht Zufuhr, sondern Output. Bin ich hoffentlich richtig. Wir könnten 250 wählen, wäre aber schon wieder 50 zu viel. Wir machen einfach 2×100. Was die Angaben bedeuten, weiß ich gar nicht. Ladung Korn, richtig. Anzahl der Angestellten, ich mache so weit runter wie möglich auf 10. Länge, Breite ist glaube ich auch Quack. Shit, egal. Und dann stellen wir das Ding mal hier mit dran. Im Idealfall fällt das gar nicht auf. So. Und wenn wir dann draufklicken, 100 Abnehmer, Norddeutsche Lebensmittelwerke. Das schaut richtig gut aus. Okay. Zustand Twindex ist schlecht, machen wir später. Also, dann wäre das schon mal die richtige Richtung. Sollten wir denn irgendwas texturieren? Jetzt nicht zwingend, oder? Das fällt gar nicht so ins Gewicht, fällt gar nicht so ins Auge. Können wir also so machen. Hier steht der Twindex gerade. Hier ist auch mal. Ja, viel Verkehr. Zugstau. Klassisches Thema, gell? Bisschen schwierig. Ich habe so meine Sorge, wenn wir das jetzt getan haben, was wir getan haben, dann brauchen wir eine neue Garnitur. Check, das passt. Aber wir sind hier mit der Garnitur auch unterwegs, die den Wald hier abholt. Und wir sind hier eingleisig ausfahrend. Ich könnte mir vorstellen, dass das mittelfristig ein Problem wird. Müssen wir mal gucken. Kann aber auf jeden Fall schon nicht ganz so cool sein. Gut, von wo lassen wir den Zug kommen? Der muss das Getreide hier abholen, also macht es am meisten Sinn, wenn der von Berlin, vom BW Nord kommt. So, zickzack über die Map geschlichen. BW Nord, BW Süd, ihr wisst es, wir haben nur zwei Betriebswerke und von da müssen die Züge auch dann entsandt werden, überall auf der Map. Von daher ist das so ein bisschen so ein Thema und ich glaube, der Weg, auch wenn er länger ist, ist aber logisch gesehen einfacher für den Zug zu erreichen, hier vom BW Nord, den Güterbahnhof bei Heilbronn. Wir brauchen etwas Elektrisches. Und irgendwie denke ich mir, wir nehmen mal die Baureihe 152 in der Glas-Lackgebung. Hat auf jeden Fall was mit Getreide zu tun. Finde ich, ist denn so naheliegend für das, was wir hier vorhaben, und zwar Getreide von Heilbronn nach Norddeutschland zu fahren. So, Vorspann. Brauchen wir eine Vorspann bei Getreide? Bin mir gerade gar nicht sicher. Schauen wir mal. Gehen wir mal auf Cargo. Stellen hier mal Getreide ein. Die schaffen 25. 24. Ja, die hier sind schon gut unterwegs mit 36 Einheiten. Gell, da geht ordentlich was weg. Sollten wir die nehmen? Oder machen wir komplett... Wir machen mal eine komplette Mischkultur. Haben wir so auch noch gar nicht. Passt mal auf, was wir jetzt machen. So, 513 Meter Länge, 520 wäre Max, 555 Einheiten, ist jetzt eine ganze Menge, müsste aber passen. Und ja, das ist mal ein bisschen mehr gemischter Güterwagen. Sollte ich mal öfter auch, glaube ich, einführen. Wir gucken uns das Ding gleich mal an. Zack, gekauft und dann auch gleich rauf. G-Zug Getreide, Heilbronn, Hamburg. So, da kommt er schon raus. Bin gespannt, wie die Lackgebung in Summe aussieht. Finde ich ganz cool. Passt auf jeden Fall so ein Stück weit zusammen, gell, wenn wir Getreide fahren. Das ist so eine feine Sache. Was mir jetzt auffällt, ist, dass wenn der Zug unbeladen ist, dass wir dann keine Container drauf zu stehen haben. Da bin ich mir sicher, nicht sicher, ob das dann schön aussieht. Wenn wir mehr oder weniger
Kamelgüterwaggons, Kamelgüterzug haben. Aber ja, ist dann jetzt halt so. Vielleicht schreibt ihr mir gerne mal in die Kommentare, ob für diesen Zug Vorspann überhaupt nötig ist. Ich glaube, ich habe auch einen Denkfehler, gell? Könnt mal umdrehen. Ja, schreibt es mal rein, wenn ihr Bock habt. So, also, der steht, der fährt. Das kann erstmal so weiterlaufen und wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. Dasselbe tun wir jetzt. Ich muss überlegen, wir gehen mal kurz in den Süden nach München. So, hier sind wir am Münchner Bahnhof. Genau, schaut soweit gut und idyllisch aus. Hier fährt noch unsere Feldbahn und die Feldbahn holt noch das Getreide von hier hinten aus dem Ulmer Bauernhof ab, vom Ulmer Bauernhof ab. Idyllisch, oder? Ich würde dieses Konstrukt aber derzeit mal nicht berühren, auch mit den LKWs, die hier so eingestellt sind. Welche Rate haben die? Die müssten ja eigentlich 400 haben, gell? Ach, Linie. 3,99, guck mal, wie gut es ist. Yo, Otto sei Dank. Grüße gehen raus, mein Lieber. Also, das Ganze läuft hier, da würde ich mal gerade nichts dran rumspielen, rumbauen, rumverändern wollen. Auch wenn es früher oder später eventuell nötig ist. Denn Hintergrund ist auch, dass das ja die Nord-Süd-Tangente ist, die größte Tangente, die wir haben, wo die, das Getreide rüberläuft und da kriegen wir einfach nicht mehr Güterzüge rauf. Das sprengt uns weg, das ist halt so. Stattdessen gucken wir mal hier bei der Pilsener, beim Pilsener Bauernhof nach. Kurz mal hier die Rate mit dem lieben SM1 seine Trecker anschauen. 200er Rate passt auch wie die Faust aufs Auge. Alles klar, aber die werden wir dann hochkurbeln. Und hier machen wir denselben Trick mit Freestyle Industries, wie wir es eben schon getan haben. Hier rauf, das sollte sogar passen, alles richtig eingestellt. Und den Hämmern war das einfach hier so ran, oder? Geht das so? Hat er den jetzt angebunden? Ich glaube schon, oder? So, nochmal gucken. Abnehmer. Abnehmer. Passt. Sehr cool. Okay. Dann werden das jetzt mehr werden. Heißt, Fahrzeuge verwalten. Wir müssten mehr oder weniger komplett einmal durchklonen, oder? Bin ich da falsch? Ich glaube nicht, gell? Kann man den von der Farbe eigentlich mal ändern, so ein bisschen? Guck mal, dann sehen die nicht alle gleich aus. Finde ich auch gut. Der SM1 hat bestimmt auch so schon andere Farben am Start. Haben wir noch irgendwo einen? Hier, den ändern wir auch nochmal fix ab. Die Mischung macht's, Freunde, gelle. Wollen wir noch einen gelben machen? Ach, ich mache einfach noch einen grünen. So, nice. Noch einen. Den auch noch. Es kommen ja, es werden ja richtig viel. Und dann gilt hier aber dasselbe, dass wir eine neue Zuggarnitur brauchen. Jetzt checke ich mal die Lage. Hier steht er auch gerade, der Getreide abholt. Und wir haben hier aktuell, hier sind schon zwei Garnituren drauf. Und die haben nur eine Rate von 200. Was sicherlich daran liegt, weil die etwas kürzer sein müssen, weil unser Bahnhof hier einfach nicht der längste ist. Der hat nur eine Länge von 440 Metern statt 520. Aber weil die auch doch schon einen erheblich weiteren Weg fahren müssen, um das Getreide abzuliefern. Und Thema Zugstau, wie hier optimal die Blockabschnitte gemacht sind, das ist immer die große Frage bei mir. Das schaut alles nicht so richtig gut aus. Von daher, wir setzen mal vorsichtig. Aber wieso fährt der jetzt auch ab, gell? Lass mal gucken. Linie verwalten. Was hat denn der für Standzeiten? Vollein einfach, 3 Minuten. Wir machen mal 4 Minuten draus. So, fürs nächste Mal. Und suchen uns jetzt eine schöne Dieselgarnitur aus, denn hier sind wir ohne Oberleitung unterwegs. Das Ganze könnten wir auch aus Berlin in dem Fall machen. Wo ist Berlin? Hier ist Berlin. Wieso fährt denn der schon wieder ohne alles rum? Spitzkehre, Wiederumschlag, Hamburg, Berlin. Ach so, okay, verstehe. Ist der wenigstens voll? Der ist voll. Gut, läuft. Der steht immer noch da, dann machen wir gleich den nächsten klar. Wir suchen uns mal was zum Dieseln raus. Boah, und wir haben wirklich so viele schöne Dieselloks. Die Void Maxima, die tollen fiktiven Vectron Repaints, die es gibt, 218er Classic. Wurde die 218 eigentlich im Güterverkehr eingesetzt? Ich weiß es mal wieder nicht. Ja, Ludmilla sowieso, Knaller ohne Ende. Dann haben wir auch noch die Class 66 und hier die Blue Tiger, ja.
Keiner, die Adtrans, so besser gesagt. Keine Ahnung, was wir nehmen sollen. Ich bin tatsächlich ein bisschen überfordert. Komm, wir hauen mal noch eine Volt Maxima rauf. Keine Ahnung, ob das Sinn macht, was ich mache. Wir machen es einfach mal. Schreibt gerne in die Kommentare. Korrigiert mich auch gern. So, und auch hier Mischzug. Hier machen wir wieder eher. So, und auch hier Mischzug. Wir machen mal jetzt wieder reine Getreidewagen rauf. Millet, wir mischen. So, 435 Meter. Haben 675 Kapazität. Das sollte passen. Zack. G-Zug, Getreide. Pilsen, Hannover. So, dann gucken wir uns die Void Maxima auch nochmal an. Wo kommt denn die raus? Die kommt da irgendwo in der Mitte aus dem Depot. Habe ich mich so verklickt? Oh nein! So, und die steht jetzt hier erstmal richtig. Da ist, glaube ich, noch nie ein Zug rausgekommen. Wenn die da aus dem Strang rausfährt, geht der hier lang und die gibt es nicht mehr ins Werksignal. Aber bisher noch nie irgendwas gebraucht. Hier müssen wir aber schnell was hinsetzen. Ich glaube, das hier so macht Sinn. Ja, jetzt fährt die auch los. Okay. Kann es sein, dass ich eine komplett falsche Lokomotive genommen habe von der Lackierung her? Tim Hermann, das Kraftpaket. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal korrigieren. Nichtsdestotrotz, schreibt mir gerne euren Wunsch auch in die Kommentare. Dann ändere ich die Void Maxima nochmal ab. Gut. Wie so oft bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt halt Profis und es gibt halt Checo. Aber an sich ist die Lok schon echt ein schickes Ding. So ihr Lieben, das soll es bis hier erstmal gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wir haben zwei neue Zuggarnituren auf die Reise gebracht. Natürlich nicht auf unserer Haupttangente, sondern außerhalb der Nord-Süd-Tangente. Das passt auch erstmal. Ich glaube, das kann die Gleisinfrastruktur noch knapp verkraften. Nichtsdestotrotz müssen wir irgendwann nochmal wieder ein großes Blockabschnitts-Update fahren, wo wir nochmals über die Signale flügen und alles ein bisschen nachjustieren. Nachoptimieren, das wird glaube ich wieder fällig werden, denn auf lange Sicht werden trotzdem noch immer weiter einzelne Zuggarnituren hier und da nötig werden und von daher ist es glaube ich ein Job, der ansteht. Wir haben ja die den Getreideanteil auf der Map durch die Freestyle Industries erweitert. Ich glaube, das ist auch eine ganz coole Geschichte, dass man das so machen kann und von daher bin ich erstmal zufrieden. Während ich hier so hinschnack, warte ich eigentlich auf unsere neue Garnitur mit der Void Maxima nochmal hier, aber die kommt jetzt gerade anscheinend nicht, trotzdem viel Betrieb. Schaut immer wieder nice aus. Und ja, ich kann mich nur bedanken fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr seid gesund, bleibt gesund, wenn noch nicht geschehen. Lasst gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus. You came out searching for a reason.